Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute geht es um einen unscheinbaren Charakter, und zwar Garbs rechte Hand, Bogar. Wer ist er? Was hat er drauf? Was ist seine Vergangenheit? Das Ganze ist zwar keine richtige Theorie, aber auch keine richtige Charakteranalyse, weil leider fehlen uns dazu einige Informationen, da dieser Charakter so gut wie nie auftaucht. Aber irgendwie was dazwischen drin. Also, wenn euch das Video gefällt, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben, einem Abo und schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet oder ob ihr noch weitere Ideen habt. Wir haben Bogar bisher selten in One Piece gesehen. Er sagt auch nicht viel, ist eher so der ruhige Typ. Er ist ein Schwertkämpfer und vermutlich kein Schlechter, sonst wäre er nicht die rechte Hand von Garb. Als ich mir überlegte, was mit ihm sein könnte, habe ich den Gedanken bekommen, hey, er sieht aus wie ein Mafiosi. Mit seinem Anzug, dem Hut und so. Als ich mir dann die Mafia in One Piece nochmal genauer ansah, ist mir etwas aufgefallen, an das ich absolut überhaupt nicht mehr gedacht habe. Und zwar gibt es in One Piece die 5 Familien des Westens. Diese 5 Familien kontrollieren den Untergrund im gesamten West Blue. Und unser geliebter Capone Badge war der Boss einer dieser Familien. Weil er so dominant war im West Blue, wurde er Pirat, um mehr Action zu erleben. Die 5 Familien des Westens sind angelehnt an die 5 großen Mafia-Familien. Maranzano, Profaci, Mangano, Luciano und Gagliano. Könnte es denn nicht auch sein, dass Bogar auch zu dieser Familie gehört hat oder zu einer von diesen Familien und dann irgendwann zur Marine übergewandert ist? Bogar selbst ist an den Schauspieler Humphrey Bogart inspiriert. Kennen die Älteren unter euch vielleicht aus so einem kleinen Filmchen namens Casablanca? Seine kämpferischen Skills sind famos, wie gesagt, er wäre sonst nicht Garbs rechte Hand. Er ist ein meisterhafter Schwertkämpfer, wie man gesehen hat, als er in einer Sekunde Corbys Pistolen in viele Teile zerschnitten hat. Dies zeigt seine enorme Geschwindigkeit. Was mir noch aufgefallen ist, in einer Szene raucht Bogar eine Pfeife, aber nicht irgendeine, sondern eine Kiseru. Dies ist eine japanische Pfeife. Und welche Insel entspricht Japan in One Piece? Natürlich Wano Kuni. Hat er seine Schwertkampftechniken vielleicht dort erlernt? Wir werden es erfahren. Ja, das ist auch schon größtenteils alles, was man über ihn sagen kann. Ich sag ja, keine richtige Theorie und auch keine richtige Charakteranalyse, aber dieser Mann hat's verdient, dass man auch mal in einem Video über ihn redet. So. Leider hat der Charakter im Anime und auch im Manga kaum Auftritte und sagt auch nie in irgendeiner Form irgendwas. Aber wie schon erwähnt, meine größte Theorie hierbei ist, dass er zu den 5 Familien des Westens gehört. Er war ein ehemaliger Mafiosi und ist dann zur Marine gewechselt. Was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.